alles auf in die 2 Minuten. 2 minutes remaining for the riders in number 8. Ja, darf man wieder gespannt sein. Ich habe wieder am Fahrerlager besucht, den Dominik Möser. Der war natürlich niedergeschlagen und sagt, oh Mensch, da ärgerlich. Ich habe auf einmal nichts mehr gesehen. Die Brille war zu und auf einmal, ja, da war es passiert. Aber das ist halt im Rennsport so. Die jungen Himmelstürmer müssen natürlich auch Lehrgeld bezahlen. Das ist einfach so. So, dann drücken wir jetzt mal die Daumen, dass es alles gut läuft hier für unsere deutschen Vertreter Matze Barz und Dominik Möser. Aber Mats Hansen, der ist mit Sicherheit hot like hell, denn im ersten Lauf gab es nur einen Punkt und ja, er hat sich natürlich sehr, sehr viel vorgenommen, Mats Hansen. Und er hat natürlich einen super Startplatz hier, der rote Startplatz. Und wir sind gespannt, was Mats Hansen hier gleich präsentiert. Ja, was kann Dominik Möser hier auf der Außenbahn ausrichten gegen diesen schnellen dänischen Himmelstürmer? Denn das ist hier jetzt die Frage. Er bereitet sich vor nach diesem wahnsinnigen Abflug. Das ist natürlich ganz klar. Da muss Dominik Möser jetzt erstmal wieder Vertrauen gewinnen. Und ich denke mal, das wird er im nächsten Matze Barth 70,57 von